Eine Frau findet diesen Müllsack. Der Inhalt wird dich schockieren. Was Tieren in manchen Ländern angetan wird, schockiert mich immer wieder. Nicht selten werden Hunde auf Straßen getreten, bespuckt, in Mülltonnen geworfen oder anderweitig gequält. Wenn es ganz schlimm kommt, sogar getötet. Der Mensch ist und bleibt das grausamste Wesen dieser Erde. Trotzdem sind natürlich noch lange nicht alle Menschen so. Es gibt selbstverständlich auch viele tierfreundliche, wie hoffentlich auch du, der oder die das Video hier gerade schaut. Wenn ihm so ist, lass gerne einen Daumen da und abonnier den Kanal. Als Marina, eine Frau aus Russland, nahe eines Flusses spazieren ging, kam sie an einem besonders vermüllten Bereich vorbei. Hier schmissen regelmäßig Leute irgendwelche Plastiktüten und alle möglichen Abfälle hin. Der Frau war der verschmutzte Teil bereits bekannt und normalerweise lief sie zwar innerlich etwas wütend über diese Umweltsünder, aber dennoch relativ unbeeindruckt an der Stelle vorbei. Doch an diesem Tag war etwas anders. Unter dem ganzen Müll befand sich ein Müllsack, der nicht wie die anderen war. Dieser stach Marina sofort ins Auge, denn er bewegte sich. An diesem Tag war es windstill und die anderen Säcke blieben an Ort und Stelle liegen. Nur nicht dieser eine besagte Müllsack. Zunächst dachte sie sich nichts dabei. Es konnte irgendein kleines Tier sein, das in dem Müll nach Nahrung suchte. Ein Vogel oder eine Ratte vielleicht. Doch als die Frau gerade ihren Kopf wegdrehen wollte, hörte sie ein Geräusch. Ein Geräusch, das sich nicht nach Vogel anhörte und auch nicht nach Ratte. Der Müll widerte die Dame an, doch die Neugierde war zu groß, was mit dem Müllsack los war. Also stieg sie vorsichtig den kleinen Hang hinab und schaute schließlich von oben durch die Öffnung in den Plastiksack hinein. Was sie dann erblickte, ließ sie fast umkippen. Sie konnte nicht glauben, was sie dort sah und vor allem nicht, wer so etwas tun konnte. In dem Müllsack befand sich ein kleiner Hund, der total verängstigt war. Irgendjemand musste den Kleinen in einen Plastiksack gesteckt und ihn dann dort entsorgt haben. Marina konnte es nicht fassen, wie man so grausam sein konnte. Sie riss sofort den Sack auf und befreite das verängstigte Tier. Doch damit war es noch nicht getan. Denn anstatt der Frau dankbar zu sein, dass er befreit wurde, knurrte der Vierbeiner die Dame an. Er hatte wohl komplett die Hoffnung an die Menschheit verloren und war in der Vergangenheit so sehr misshandelt worden, dass er diesen nicht mehr vertraute. Doch Marina gab nicht auf, entfernte sich ein Stück und redete dem Tier mit ruhiger Stimme zu. Nach etwa 10 Minuten gelang es ihr endlich, den Hund sanft zu berühren. In diesem Moment des Vertrauens änderte sich schlagartig alles. Der Hund war augenblicklich wie ausgewechselt und ließ sich von Marina sogar auf den Arm nehmen. Sie trug das arme Tier anschließend zu einem Tierheim. Dort wollte der Hund aber gar nicht mehr weg von der Frau und klammerte sich förmlich an diese, als wolle er sagen, bitte, lass mich nicht alleine, du darfst nicht gehen. Marina blieb extra noch eine Weile bei dem Tier im Gehege, damit dieses sich beruhigen konnte. Für den Hund wurde anschließend ein neuer Besitzer gesucht. Ich hoffe, der Kleine hat ein tolles Herrchen oder Frauchen gefunden, die sich genauso liebevoll um das Tier kümmern, wie das Ehepaar, das diese Katze aufgenommen hat. Schau dir hier an, wie einst die traurigste Katze des Tierheims sich binnen einer Stunde bei seiner neuen Familie veränderte. Es ist einfach unglaublich.